Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die Deutschen sind beim Operieren ganz weit vorn, zumindest was die Fallzahlen angeht. Nirgendwo in Europa wird so viel operiert wie in der Bundesrepublik. Wie berichtet, ist die Zahl der Operationen in Deutschland seit 2005 um mehr als ein Viertel gestiegen. Ein Trend, der am Uelzener Klinikum nicht so festzustellen ist, wie dessen Sprecherin Stefanie Albrecht erklärt. Das Klinikum hat schon vor Jahren begonnen, anstehende Operationen systematisch auf ihre medizinische Notwendigkeit hin zu überprüfen, sagt sie. So habe es gelingen können, trotz einer Zunahme der Patientenzahlen von über 13%, die Anzahl der Operationen von 2008 bis 2012 deutlich von rund 6.100 auf 5.900 zu senken. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Dienstagsausgabe der AZ. Uelzener Gymnasiallehrer kritisieren die jüngsten Beschlüsse der Landesregierung. Studiendirektor Bernhard Koppius hatte mit rund 40 Kollegen vom Herzog-Ernst-Gymnasium an der Demonstration in Hannover teilgenommen. Er ist empört darüber, dass die Einkommensanpassung für Beamte zeitlich verschoben, eine Altersermäßigung für Lehrer ab 55 Jahren rückgängig gemacht und die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Gymnasiallehrer erhöht werden soll. Schon jetzt liege die Arbeitszeit bei über 50 Stunden pro Woche. Ein Ordner voller Unterlagen. So unspektakulär kommt das Großprojekt der kommenden Jahre der Kurstadt Bad Bevensen daher. Denn bevor der erste Stein des Kurhauses gesetzt werden kann, müssen Fördergelder fließen. Und bevor diese Fördergelder fließen, steht akribische und stundenlange Schreibtischarbeit an. Neben den technischen Daten zu dem Neubau mussten unter anderem der klassische Bauantrag samt des touristischen Konzepts des neuen Hauses und zusätzliche Daten über künftige Rahmenbedingungen zur N-Bank geschickt werden. Die Kurstadt erwartet Informationen über die Förderung dann im Dezember diesen Jahres. Zum Schluss der Sendung blicken wir wie immer aufs Wetter. Am Dienstag wird der Himmel vormittags noch stark bewölkt sein, aber es tröpfelt kaum noch. Das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Nachmittags zeigen sich immer mehr Lücken zwischen den Wolken und die wärmende Sonne treibt das Quecksilber dann auch über die 20-Grad-Marke. Nachts sinken die Temperaturen auf etwa 15 Grad ab. Und der Mittwoch wird dann zunehmend sonniger bei sehr angenehmen Höchsttemperaturen um die 23 Grad. Das war AZTV für heute. Die nächste Sendung sehen Sie dann am Dienstag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.